Cassie. Es ist Jahre her, dass dich irgendjemand zu Gesicht bekommen hat. Du hast versprochen, dass wenn der Rat dich wählt, dass du mir dann meinen Wald lässt. Aber bald wird es keinen Wald mehr geben. Der neue König zerstört ihn. Er schafft Ackerland für Feldfrüchte und baut Handelsstraßen. Ein Mann allein zerstört doch nicht den Wald. Viele Männer arbeiten für ihn, oder nicht? Sie schwärmen aus wie die Heuschrecken, dass sich der Himmel verfinstert und vernichten alles, was sie anfassen. Wie kannst du nur so etwas zulassen? Sie haben dich verführt. Du weißt, dass ich die Menschen liebe. Ich will nur für ihr Wohlergehen sorgen. Die Wilder weichen immer der Axt. Tausendjährige, ehrwürdige Eichen werden gefällt. Aus nichtigem Anlass. Sie stützen Grubenschächte damit und verbrennen sie in ihren Öfen. Und der Berge Seelen sind für immer zerstört, entweiht, zerfleischt. Gebrochen. An diesem Frevel wird die Welt zerbrechen. Dieser König muss innehalten. Für diese arme Kreatur ist es bereits zu spät. Die Schlange, der Maulwurf, der mächtige Falke. Kasi, du musst dich ausruhen. Du kannst deinen geliebten Wald nicht alleine retten. Du darfst dir nicht so viel zumuten. Primisel ist für diese Verbrechen verantwortlich. Und du bist nicht mehr in der Lage, ihn aufzuhalten. Du bist ihm untertan. Er hat deinen Willen gebrochen und gebietet deinem Herzen. Es wird für dich kein Glück mehr geben. Komm doch mit mir. Nach Vishahat. Da kannst du dich ausruhen.